Das ist wichtig. Austria gegen Hapoel Beersheba. Donnerstag ab 18.20 Uhr live in ORF 1. Es ist bereits dunkel geworden in Wiener Neustadt, aber heute steht der Tag der Entscheidungen an. Ich begrüße Sie aus der Fußballarena in Wiener Neustadt. WM-Qualifikation Österreich gegen Nordmazedonien, gegen den Außenseiter. Und da braucht es heute aus österreichischer Sicht sehr viele Tore. Unsere Expertin ist heute wieder Elisabeth Thieber. Lisi, schön, dass du dabei bist. Schönen guten Abend, Christina. Und ich würde sagen, wir schauen auch gleich drauf auf die sportliche Ausgangslage für den heutigen Abend. In Gruppe D ist England der Europameister, fixer Gruppensieger nach dem 2:0 gegen Österreich am vergangenen Wochenende. Und damit fährt England 2023 zur Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland. Österreich hat den zweiten Platz fix, kann von Nordirland nicht mehr eingeholt werden, hat aber heute keine Chance mehr, unter die drei Besten aller neun Gruppenzweiten zu kommen. Die drei Besten, die hätten sich im Playoff im Herbst die erste Runde erspart, hätten damit auch bessere Chancen auf die restlichen drei WM-Tickets gehabt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht das Ranking aus der besten Gruppenzweiten. Österreich hat eben keine Möglichkeit mehr, unter diese Top 3 zu kommen. Erster ist Schweiz, Platz 2 geht entweder noch an die Niederlande oder Island. Die beiden Mannschaften spielen heute noch gegeneinander. Fix ist auch Platz 3, der an Irland geht. Momentan Vierter ist Belgien und Österreich ist Fünfter. Unser Ziel ist es jetzt, vor Belgien zu kommen, also auf diesen vierten Platz. Das würde uns schon sehr helfen für das Playoff im Herbst. Das heißt, was braucht Österreich jetzt heute gegen Nordmazedonien, einen möglichst hohen Sieg? 6:1 wäre ideal oder noch höher. Lisi, ist es nicht besonders schwierig, wenn man weiß, man muss jetzt so viele Tore schießen? Ja, ein bisschen vielleicht schwieriger als sonst. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man sich der Sache klar sein, dass man ohnehin viele Tore gegen so einen Gegner schießen muss, meiner Meinung nach. Ja, also Nordmazedonien ist der klare Außenseiter heute. Man hat auch im Hinspiel schon hoch gewonnen und man sollte dementsprechend heute auch hoch gewinnen. Schauen wir auch noch auf den Samstagabend hier in Wiener Neustadt gegen den Europameister. England war zu Gast, hat auch gewonnen, 2:0 gegen Österreich. Wie haben sich die ÖFB-Frauen hier präsentiert, sagst du? Ja, von der Körpersprache her nicht ganz so präsent, wie wir sie es sonst gewohnt waren, meiner Meinung nach, wie es noch in England bei der Europameisterschaft war. Sie waren nicht ganz so wach vielleicht. Gegen Ende des Spiels wirkten sie auch etwas müde. Das heißt, heute besser zu machen, aber es wird natürlich auch ein ganz anderes Spiel, weil Österreich selbst heute der klare Favorit ist. Man wird den Ball sehr, sehr oft haben. Da heißt es viel Bewegung ohne Ball zu haben und die Chancen, die man dann hat, auch gut auszunutzen. Du hast gesagt, Nordmazedonien ist der klare Außenseiter im Ranking in der FIFA, 134. Das ist schon sehr weit hinten, Österreich auf Position 20. Österreich muss also das Spiel heute machen, braucht viele Tore und dass das funktionieren kann, haben wir schon vergangenen November gesehen im Hinspiel. Das ging mit 6:0 an Österreich. Dreimal Nicole Biller, zweimal hat da Verena Henscher auch getroffen und einmal Marie-Therese Höbinger. Was kann man aus diesem Spiel mitnehmen, Lisi? Auf alle Fälle die Toranzahl und man hat sie auch ja, ganz gut präsentiert, was ich mich noch erinnern kann. Ich glaube, heute wird der Platz auch noch ein Stück weit besser sein. Das heißt, der Ball kann vielleicht noch besser laufen und letzten Endes, wie ich schon vorher gesagt habe, also mir ist wichtig, dass die Mädels versuchen heute nicht nur offensiv guten Fußball zu spielen, sondern die Dinge auch mal reinzumachen. Ja, das war in letzter Zeit so ein bisschen die Schwäche, dass man nicht immer die Chancen so gut ausnützt. Deswegen möchte ich heute viele Tore sehen. Ja, Kaltschnäuzigkeit, die ist gefordert. Auch natürlich die Teamchefin Irene Fuhrmann hat das angesprochen, das will sie sehen. Jetzt hat Nordmazedonien im Vergleich zum Hinspiel beide Topspielerinnen mit an Bord hierher nach Österreich gebracht. Das sind Natascha Andonova, die ist Stürmerin und hat mit Potsdam, mit Barcelona und mit Paris Saint-Germain schon große Erfolge gefeiert. Die ist heute also mit dabei in der Startelf und auch eine zweite Topspielerin von Nordmazedonien, gegen die hast du gespielt, Lise, in der Schweizer Liga. Das ist Gentiana Rotschi.
Genau, also das ist eine Spielerin, die vor allem technisch sehr versiert ist, die sehr, sehr gerne den Ball hat, sie liebt den Ball. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass sie defensiv nicht so gern mitarbeitet. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Nachteil für unsere Mädels sein, dass heute beide Topspielerinnen von Nordmazedonien auf dem Platz stehen. Die Österreicherinnen werden heute genau so beginnen, wie sie es schon gegen England getan haben. Also ident die gleiche Startaufstellung, die Irene Fuhrmann da bringt. Lise, kann man sagen, das ist das Beste, was Österreich momentan zu bieten hat? Ja, ich denke, da gibt es noch zwei, drei Spielerinnen, die knapp an der Startelf dran sind. Aber ich bin auch nicht überrascht, dass die Teamchefin heute dieselbe Elf ins Rennen schickt. Soweit also die Startelf von Österreich gegen Nordmazedonien. Und wo die Teamchefin Irene Fuhrmann heute die Herausforderungen in diesem Spiel sieht, das sehen wir jetzt. Wir erwarten natürlich schon, dass wir mehr Ballbesitzphasen haben, aber umso wichtiger ist es dann, wenn wir den Ball verlieren, griffig zu sein und auch in der Restverteidigung gut uns zu positionieren. Ist es eigentlich besonders schwierig, wenn man weiß, man muss sehr viele Tore erzielen? Nein, ich denke, wir haben über die Qualifikation hinweg gezeigt, dass wir die vermeintlich schwächeren Gegner mittlerweile sehr souverän bespielen können, mit einer anderen Selbstverständlichkeit mittlerweile diese Gegner auch dominieren können. Und dennoch gilt es, entschlossen zu sein über 90 Minuten. Wie wollen Sie denn heute gegen Nordmazedonien die erarbeiteten Chancen auch tatsächlich verwerten? Ja, ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir gut ins Spiel starten, dass wir uns Sicherheit holen über einfaches Passspiel, dass wir dann aber auch einen gewissen Flow entwickeln, Freude entwickeln und spielfreudig sind, einfach uns viel bewegen, Räume belaufen, diese Räume dann auch bespielen und vor allem, dass wir mehr in die Box nachrücken, als es noch gegen England der Fall war. Was haben Sie Ihrer Offensivabteilung jetzt tatsächlich konkret mitgegeben? Niki Biller hat ja im Hinspiel auch schon 3 Tore erzielt. Was haben Sie zu denen noch gesagt? Wie soll es tatsächlich gelingen? Ja, dass es wichtig ist, dass wir in der Box Präsenz haben und dass sie sich darauf auch konzentrieren sollen. Vor allem, wenn wir auf der Seite durchbrechen, dass unsere ballfernen Mittelfeld-Außenstürmerinnen einfach auch in die Box kommen, dass wir im zentralen Mittelfeld gut nachrücken. Wir haben ganz viele Chancen auch erarbeitet im Rückraum. Und ja, da hoffe ich doch, dass wir dann die eine oder andere Chance auch verwerten können. Und wir hoffen da natürlich zum Beispiel auf Nicole Biller, die im Hinspiel gegen Nordmazedonien 3 Tore erzielt hat. Julia Hickelsberger-Füller hat mir gegen England zum Beispiel sehr gut gefallen. Die war immer ganz giftig da vorne, wie sie die Gegenspielerinnen angelaufen ist. Was hältst du von den beiden Offensivspielerinnen? Wie sind die momentan drauf? Julia hat mir auch sehr gut gefallen. Also da bin ich deiner Meinung, Niki ist nicht ganz so ins Spiel gekommen gegen England, weil sie vor allem gegen Gegner wie heute, gegen schwächere Gegner, eher ihre Stärke hat, meiner Meinung nach, weil das Spiel dann eher auf sie abgestimmt ist, dass man selbst den Ball in den eigenen Reihen hält und sie hauptsächlich im Strafraum ist. Das ist so ihre Lieblingszone, ist auch gut als Stürmerin. Da ist sie sehr, sehr effektiv und von daher gehe ich davon aus, dass wir die Niki Biller heute auch wieder beim einen oder anderen Tor oder bei der Torbeteiligung sehen werden. Ja, viele Tore sollen es werden. Wie wichtig, denkst du, werden auch die ersten Minuten hier? Ja, sehr wichtig. Es ist immer gut, wenn man schnell und gut ins Spiel starten kann, wenn man vor allem auch gleich ein Tor erzielen kann, so wie die Engländerinnen gegen uns, wünschen wir uns das heute für uns. Ja, gleich geht's los. Gleich kommen die Österreicherinnen und natürlich auch die Gegnerinnen aus Nordmazedonien aus den Kabinen. Und in Kürze wird sich auch unser Kommentator Erwin Hujacek melden. Zuvor aber noch ein kleiner Teaser, was Sie in der Halbzeitpause hier bei uns erwartet. Eine Wasserrutsche ist hier in Wiener Neustadt am vergangenen Wochenende ziemlich berühmt geworden. Hat es sogar auch in die englischen Medien geschafft. Und über diese Stadion-Thematik werden wir dann in der Halbzeitpause mit den ÖFB-Chefs sprechen. Da sollten Sie also unbedingt noch mit dabei sein. Jetzt hoffen wir natürlich auf ein gutes Spiel von Österreich. Man kann es zwar nicht mehr unter die Top 3 der besten Gruppenzweiten schaffen, aber trotzdem geht es darum, sich möglichst gut zu positionieren für das Playoff, das dann im Herbst gespielt wird. Also ein hoher Sieg mit vielen Toren für Österreich, das wäre zu wünschen. Lise, ich wünsche dir mit Erwin Hujacek viel Spaß beim Kommentieren und Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Wir macht's möglich. Raiffeisen wünscht unserem Team viel Erfolg. Du fängst erst an. Viele sind schon immer dabei.
Doch eines haben wir alle gemeinsam. Wir spielen in einer anderen Liga. Und wir sind stolz, euch ein Zuhause zu geben. Admiral, Wetten in einer anderen Liga. Ja, herzlich willkommen beim letzten Gruppenspiel für diese WM-Qualifikation, für eine WM, bei der Österreich ja wieder mal Geschichte schreiben könnte, denn es wäre die erste WM-Endrundenteilnahme. Hier haben wir die Teams angeführt von einem dänischen Schiedsrichterinnen-Trio in Rot-Weiß, die Österreicherinnen in Gelb, die Nordmazedonierinnen. Gespielt wird, wie schon am Samstag gegen England, hier in Wiener Neustadt. Und wir haben schon von Christina Inhoff gehört, ein Sieg ist Pflicht, und wenn er mit 6:1 oder höher ausfiele, dann wäre das noch ein besonderes Goodie für die Playoffs. Hier haben wir die Nordmazedonierin, die in stärkster Besetzung hier auftreten, mit der Nummer 7 hier im Vordergrund, Gentiana Rocci, und der Nummer 10, Natascha Andonova. Ganz wichtig, diese beiden jetzt aber ihre Hymne. Also voll ausgespielt die Hymne von Nordmazedonien, jetzt kommt die österreichische. Die Nummer 20 der Fußballwelt gegen die Nummer 134. Agmade Wiesen? Fragezeichen. Naja,
Nordmazedonien ist gefährlich, auch dank dieser beiden Klasse-Spielerinnen, Rocci und Andonova. Österreich, wir haben es gehört, in identer Formation wie gegen England, ein 4-3-3. Buntigam wahrscheinlich etwas offensiver als gegen England, also gegen England war es mehr so ein 4-1-2-3. Schiedsrichterin ist Frederike Lydia Söcher, Kapitäninnen. Menninger bzw. Andonova. Und hier die Aufstellung von Nordmazedonien gegenüber dem Spiel am Donnerstag. Da haben sie 3-2 gegen Lettland gewonnen. Auch nur mit einer Veränderung. Mustafa ist ins Team gekommen für Georgievska. Aber wichtig, Andonova, Rocci sind dabei beim Hinspiel, beim 6-0 in Skopje. Da hat Rocci gefehlt. Selbstverständlich die ÖFB-Spitze hier vertreten. Und den einen oder anderen wird Christina Inhoff dann auch zur Pause noch vor das Mikrofon bitten. Es gab einige Spiele, wobei Nordmazedonien, Andonova und Rocci gar nicht dabei waren, zum Beispiel gegen Nordirland. Und wie es dann ausgeht, das hat man da gesehen. Da haben sie daheim 0-11 verloren und in Nordirland 0-9. Lisi, zwei ganz wichtige Spielerinnen, oder überschätzen wir das jetzt ein bisschen? Na, auf alle Fälle zwei wichtige oder beziehungsweise die zwei wichtigsten Spielerinnen bei Nordmazedonien. Es gibt ja öfters mal Teams, die hinten gerankt sind, wo man dann aber jetzt niemanden hervorheben kann, finde ich. In dem Fall ist es anders. Da sollte man die zwei Spielerinnen auf alle Fälle hervorheben, weil sie technisch extrem versiert sind, sehr gute Spielerinnen. Auf der anderen Seite sollte das trotzdem kein Problem sein für die Österreicherinnen heute, dass man die Spielerinnen in Schach hält und dass man das eigene Spiel den Nordmazedonierinnen aufdrückt. Okay, ja, noch hinzuzufügen beim 3-2 gegen Lettland. Zwei Tore Andonova, eines Rocci. Ja. So, Anstoß für die Damen in Gelb. Spielen in Hefte 1 von rechts nach links Österreich. Schauen wir mal, wie aggressiv sie es angehen. Irene Fuhrmann hat gemeint, naja, natürlich, das Wichtigste könnte ein frühes Tor sein. Dann ist das Ganze gelöst. Und eins muss man vielleicht zu Nordmazedonien sagen, durch diese beiden starken Offensivspielerinnen können sich die vielleicht gar nicht so hinten reinstellen, wie es andere Teams durchaus täten. Ja, ich bin auch der Meinung, es muss nicht unbedingt eben ein Vorteil heute für Nordmazedonien sein, weil ich auch weiß, dass beide und vor allem Rocci nicht so gern defensiv arbeiten. Zuerst Angriff der Österreicherinnen, abgewehrt von den Mazedonierinnen. Ja, und dann der Ball nach vor auf Rocci. Die ist immerhin in Finnland dreimal Torschützenkönigin geworden und Finnland ist eine Nummer im Fußball. Ballverlust jetzt, nachdem Feiersinger sich da auf der linken Seite durchsetzen konnte. Hier haben wir den Trainer der Nordmazedonierinnen, Kirill Isov. Nebenbei auch Clubtrainer in Nordmazedonien bei Istatov. Darum sind auch mehrere Spielerinnen von Istatov im Kader als von Ljuboten, dem Meister. Ljuboten, vielleicht klingelt es ein bisschen, hat gegen St. Pölten. Super Ball. Na, erste Chance von Biller. Finalisiert das noch. Ljuboten hat gegen St. Pölten in der Champions League Quali 0-7 verloren. Und bleiben wir noch kurz bei der Champions League Quali. Die letzte Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase von St. Pölten ist Kuopio. Und da spielt Rocci. Spiele am 21. und am 28. September. So, jetzt zum Spiel. Buntigam versucht, Feiersinger anzuspielen.
Ja, und Rocci setzt sich da durch und versucht den Heber, hat gesehen, dass Zinsberger weit vorne war. Eine sehr spielintelligente Spielerin auch, Rocci, die dann auch sowas sofort erkennt, wenn Dorfrau Manu Zinsberger da ein Stück weit oder ein Stück zu weit vielleicht aus dem Tor heraus ist. Was die Manu ja ganz gerne macht. Ja, was auch toll ist, was sie ich super finde. Sie ist eigentlich ein Manuel Neuer-Typ, eine mitspielende Torfrau. Was auch für den modernen Fußball steht. So ist es. So, Georgieva, ihr Antreten war nicht hundertprozentig sicher, hat ein bisschen muskuläre Probleme gehabt. Aber heute kam das okay. Puntigam. Jawohl. Zadrazil. Ja, bringt den Ball noch mal zur Mitte. Hätte schießen sollen, oder? Hätte sie noch ein bisschen Platz gehabt, jawohl. Aber toller Ball schon mal in die Spitze. Fast wäre es das mit dem schnellen Tor gewesen. Ja, Fehlpass jetzt von Zadrazil. Schiedsrichterinnenball, die Schiedsrichterin war hier unabsichtlich am Ball. Ja, und der Weite auf die Seite, diesmal auf Andrijewska. Feiersinger holt sich den Ball von hinten, Buntigam auf die Seite, auf Hickelsberger. Berger. Ja, Einstellung passt, aber das sind wir durchaus gewöhnt. Sehr aggressiv, sehr aktiv, die Österreicherinnen. Seit der Euro wieder unter den Top 20 der Weltrangliste. Kammer Hickelsberger, die diesen Eckball rausgeholt hat. Henschel mit dem Corner. Ja, leichtes Missverständnis zwischen Zadrazil und Dunst und der nächste Corner. Wieder Henschel. Starker Linksfuß, deshalb die Corners zum Tor. Wien-Reuter als Letzte. Kein Abseits. Doch gepfiffen. Geht die Fahne doch noch rauf. War knapp, würde ich sagen. Ja, ich habe zuerst auf die Linienrichterin geblickt. Die hat die Fahne zuerst unten gehabt, aber dann hat sie anscheinend doch noch das Signal bekommen. Gibt hier übrigens keinen VAR. Ja, richtige Entscheidung. Auch ein guter Ball, gutes Auge von Laura Wienreuter. Ja, Georgieva und Wenninger. Kopfball starken Innenverteidigerinnen sind beim Standard vorne, also sichert Wienreuter dann hinten ab. Und die hat das eigentlich dann ziemlich gut gemacht, hat das sehr schnell gespielt. Georgieva. Feiersinger, Ball in die Mitte, durchgelassen und ja. 1-0. Sehr schön. Nicole Biller. Schöne Aktion von der Seite. In der 7. Minute Länderspieltreffer Nummer 45 für Niki Biller.
Schauen wir nochmal drauf. Über die linke Seite an der Linie gespielt. Kommt der Ball durch, ja, und den super gemacht. Hat Julia Hickelsberger-Füller exzellent durchgelassen. Ich denke, da wird das Kommando von Niki Biller gekommen sein. Und das machen sie super, die Mädels. Das frühe Tor ist da und es ist ein wunderschönes. Sehr, sehr schönes Tor. Toll herausgespielt. Die Aktion hat sich ein Tor verdient. Und wir sind glücklich, dass es so früh schon 1:0 steht. Ja, und das war nicht die erste Möglichkeit. Also, gefällt mir wirklich gut. Und das ist ja auch etwas, was Österreich seit 2017 wirklich dazugelernt hat. Gegen schwächere Gegnerinnen wirklich dynamisch und aggressiv spielen. Aber in den letzten Monaten habe ich es etwas vermisst. Also nicht diese Dynamik im Offensivspiel, sondern die Abschlussstärke habe ich etwas vermisst. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie viele Tore wir denn heute sehen dürfen. Gut, zwei Chancen, ein Tor bisher. Wenn es so bleibt, wäre es okay. Schöner Ball auf Hickelsberger. Sadrazil, nächste Möglichkeit. Das ganze Team wirkt sehr aktiv, auch vom Beginn weg. Seit dem Anpfiff sind alle gleich nach vorne gestürmt und haben versucht, sofort ins Pressing zu kommen. Man muss ja schon dazu sagen, die Nordmazedonierinnen sind schon unangenehme Gegnerinnen, sind weit stärker als die Weltranglistenposition aussagt und haben Österreich in der EM-Qualifikation vor 3 Jahren zweimal ordentlich Paroli geboten und da gab es nur 3:0 Siege der Österreicherinnen in Nordmazedonien und in Österreich. Ja, es gibt einige Spielerinnen von ihnen, die gerne mit dem Körper arbeiten, auch mal gern mit den Händen mitarbeiten, so kleine versteckte Fouls machen, was aber natürlich auch irgendwo legitim ist, zwar im Rahmen, aber ich finde es auch gut, wenn Teams sich versuchen, so zu wehren. Also nicht in Ehrfurcht erstarren, wenn die Großen kommen, und die Österreicher sind mittlerweile zu den Großen zu zählen. Zweimal Gruppenphase bei einer EM-Endrunde überstanden. Bei den ersten zwei EM-Endrunden, ja, müssen wir dazu sagen. Das ist schon aller Ehren wert und das haben nur die Frauen geschafft. Ja. Nächste Möglichkeit. Ja, wieder Biller. Ja, Feiersinger wollte durchstecken. Ja, und Wenninger macht das gegen Rocci nicht unklug. Österreicherinnen ausschließlich im Ausland beschäftigt. Bei Nordmazedonien sind es Rocci und Andonova. Dazu noch die linke Verteidigerin Šivić, die in Kroatien bei Split spielt. Österreicherinnen routinierter, Altersschnitt 27. Bei Nordmazedonien 3 Jahre weniger. Schön. Minreiter. Und der Schuss von Hickelsberger. Gemeistert von Viktoria Banchurova. Schön gemacht von Wienreuter, Zadrazil und Hickelsberger.
Na, die nordmazedonischen Fans machen da ordentlich Stimmung. Schon bei der Hymne ordentlich mitgesungen, finde ich schwer in Ordnung, dass da wirklich gute Stimmung rüberkommt von beiden Seiten. Gunst. Und Connor. Ich bin ganz deiner Meinung, Erwin, auch schon am Wochenende waren einige englische Fans da und auch heute wieder Fans von Nordmazedonien. Finde ich auch super, wenn die Fans sogar anreisen oder womöglich die hier in Österreich lebenden Nordmazedonier vorbeikommen. Ja, fast der Direktversuch von Gunst. Nächster Corner. Das wird wieder ein Fall für Henschow. Henschow war in den letzten Tagen leicht verkühlt, auch ihr Einsatz nicht hundertprozentig sicher gewesen. Bräuchte man halt eine Wendy Renata drinnen, oder? Wie meine Kathi Schichtel. Österreicherinnen bleiben lästig, erkämpfen sich den Ball wieder. Dunst. Weite Flanke auf Hickelsberger. Und jetzt gibt's Abstoß. Ja, Julia Hickelsberger, die auffälligste Österreicherin, würde ich mal sagen, in dieser Anfangsphase, ist jetzt, kann man durchaus sagen, endlich nach Deutschland gewechselt. Ja, womöglich wäre es auch schon früher gegangen, wenn sie nicht die schwere Knieverletzung gehabt hätte. Und nicht nur in der Anfangsphase heute, sondern auch gegen England hat sie wieder aufgezeigt. Also die Formkurve geht sehr, sehr steil nach oben. Hat auch eine starke Euro gespielt. Mhm. Genau. Spielt jetzt bei Hoffenheim, also Teamkollegin von einigen Österreicherinnen. Hier auf dem Feld momentan von Biller. Sitzt dann noch Naschenwenk draußen. Eben keine rote Österreicherinnen, Biller. Dorfrau ist warm geschossen, würde ich sagen. Ein bisschen schlampig der Pass von Henschow auf Feiersinger. An Donova, immer zwei, drei Österreicherinnen bei ihr. Trotzdem bringt sie den Ball dann noch an. Gut, der hat bei Barcelona gespielt, bei PSG. Das sagt schon sehr viel aus. Ja, Georgieva, die spielt jetzt bei PSG. Foul an Hickelsberger. Voller Name Hickelsberger Füller. Das ist dieser Familiendoppelname. Adrazil. Oh, der war zu stark. Könnte man mal auch aus 25 Metern schießen? Ja, ja, auf alle Fälle. Aber auch die Variante hätte mir gut gefallen. Sarah Zadrazil, die sich da gut im Raum angeboten hat, auch viel Platz hatte, sich gut ohne Ball bewegt hat.
der Gedanke, auch dann nach vorne in die Spitze zu Hickelsberger Füller zu spielen, war gut. Aber ja, ich bin auch bei dir, man darf ruhig auch aus 20, 25 Metern. Und die Zadi kann es ja. Genau. Ich erinnere mich an ein Champions League-Tor, das war fast Tor des Jahres, war in der UEFA-Auswahl sogar. Gegen Chelsea war das vor 2 Jahren. Reuter, Arsenal-Legionärin, und man sieht es, da gibt es immer so kleine Niedlichkeiten. Hickelsberger wurde da von 2 Spielerinnen attackiert. Ja, gleich drauf gehalten, Feiersinger, und das gibt den nächsten Corner. Und wer ganz genau aufgepasst hat, hat gesehen, dass das eine Out-Einwurf-Variante war, wo Carina Wenninger schon mit vorgegangen ist. Der Ball kam zuerst zu Sarah Buntigam. Jetzt warten wir noch die Ecke ab. Kommt jetzt wieder gut getreten. Henschow, das ist durchaus ihre Distanz. Da haben wir auch den Weitschuss, den wir angesprochen haben. Aber um noch einmal auf den Out-Einwurf zu sprechen zu kommen, war eine gute Variante, die dann auch Früchte getragen hat, letzten Endes zum Eckball geführt hat. Also die Gmadewiesen sehe ich nicht. Nordmazedonierinnen halten schon ordentlich dagegen. Aber Österreich um 1-2 Ticks aggressiver. Stets mit dem Zug nach vorne. Feiersinger, gute Variante. Ja, den wichtigeren Kopfball hat sie gegen Norwegen gemacht. Da haben wir diese Wasserrutsche, die es in die Schlagzeilen in England gebracht hat. Hören Sie in 25 Minuten bei Christina Inhoff mehr darüber. Grundvoraussetzung für eine gute Position in den Playoffs ist ein Sieg. Und das Schlagoberstupferl wäre ein 6-1 plus. Konstellation ist keine einfache. UEFA hat sich da wieder was einfallen lassen. Wir baden es aus. Eins ist klar, Österreich beginnt die Playoffs schon am 6. Oktober. Top-4-Platz. Top-3-Platz ist nicht mehr drin, nachdem Irland vor 2 Stunden in der Slowakei gewonnen hat. Mit 1-0. Das war die letzte Hoffnung noch. So, Wenninger mit dem weiten Ball. Da gibt es Österreicherinnen. Aber mittig war jetzt keine. Feiersinger hat das sehr gut gemacht. Gut angeschlichen. Aber der Ball ist jetzt auch schon 2-3 Mal gegangen, also ist eine gute Variante, weil die Nordmazedonierinnen da nicht so aufpassen, wenn der Ball hoch reinkommt und nicht so mannorientiert spielen. Die andere gute Variante finde ich, wenn sie zwischen die Ketten agieren, vor allem Sarah Zadrazil bewegt sich da auch gut. In dem Fall war es auch Laura Feiersinger, die den Ball bekommen hat. Oh, schade.
Der Singer, schöner Doppelpass mit Dunst. Aber ein bisschen zu durchsichtig. Kann seine Konditionsfrage werden. Nordmazedonien hatte 2 Tage mehr Zeit. Sollte heute normalerweise keine Rolle spielen. Zumindest nicht, dass es ein Nachteil für die Österreicherinnen wäre. Die hatten die kürzere Anreise von Bad Tatzmannsdorf hierher. Ja. Ein Durchschnaufen jetzt, würde ich sagen. Bedingungslos 90 Minuten Tempo machen. Geht halt auch nicht. Aber es geht weiter. Wienreuther. Wieder Hickelsberger, Feiersinger. Fehlpass jetzt von Wenninger. Herr Konter auf Rocci. Aber abgelaufen von Georgieva. Kleiner Touch noch von Rocci. Ist nicht nur eine technisch gute Stürmerin, die ist auch bullig, körperlich stark. Man wird nicht umsonst in Finnland 3-mal Torschützenkönig. Unglaublich eigentlich. Letzten beiden Jahre und 2018. Kann den Ball auch gut sichern. Ist auch eine ungute Gegenspielerin, also muss man schon aufpassen. Ja, da ist uns mehr über ihre eigenen Beine gestolpert. Schiedsrichterin lässt weiterspielen, Nordmazedonien im Ballbesitz. Und der weite Ball. Achtung. Da kommt aber Wenninger. Und kein Foul an Mustafa. Na, nicht an Mustafa, die Nummer 9 liegt am Boden, Maksuti. Hickelsberger auf Wienreuther. Geht wieder weiter. Jetzt. Na, doch nicht. Maksuti steht wieder. Und war auch jetzt schon wieder am Ball. Haben wir auch 2-3 gute Aktionen von den Gästen gesehen, wo man schon erkennen kann, auch für die Zuseher, Zuseherinnen unter uns, die Nordmazedonien noch nicht gesehen haben, dass sie auf alle Fälle schon ein paar Spielerinnen drinnen haben, die gut kicken können. Weltrangliste sagt da nicht so viel aus, dass der UEFA-Koeffizient schon mehr. Da liegen sie nämlich vor den anderen Gruppenteilnehmern in dieser WM-Quali, Luxemburg und... Oh! Jawohl. Fehler jetzt der Torfrau und Zadrazil!
Sarah Zadrazil in ihrem 102. Länderspiel. Ja, Schiedsrichterin hat zuerst. Weißt du, was war? Sarah Zadrazil war zuerst selbst im Abseits. Ja. Geht dann aber nicht mehr zum Ball und Julia Hickelsberger-Füller überreißt das sofort. Die nicht aus dem Abseits kommt und übernimmt den Ball, bringt ihn zur Mitte und dann kommt wieder Sarah Zadrazil ins Spiel. Wir schauen es uns an. Ja. Hier Sarah Zadrazil ganz klar im Abseits, bleibt stehen. Julia Hickelsberger-Füller kommt von hinten, bringt die scharfe Hereingabe nach innen und dann nochmal Sarah Zadrazil, die jetzt wieder in Aktion tritt. Ja, unglücklich für Nordmazedonien, aber dem Regelwerk entsprechend korrekt. Alles korrekt und auch alles gut. Also wieder toll gemacht von der Flügelspielerin Julia Hickelsberger-Füller, die das sofort überrissen hat. Gelbe Karte hat es bei Nordmazedonien wegen Kritik gegeben, aber die Kritik war unberechtigt. Ja. Antonova war es. Rocci. Die übrigens auch Deutsch spricht. Zwar nicht mal ganz perfekt, weil sie jetzt schon einige Jahre in Finnland spielt, aber nach wie vor noch etwas Deutsch spricht. Du warst bei Neukirch und sie war bei Luzern, ne? Ja, ich war zuerst auch bei Luzern und habe da sogar mit ihr gespielt. Luzern liegt in der deutschsprachigen Schweiz. Genau, und davor hatte sie auch schon Stationen bei Deutschland, beziehungsweise in Deutschland. Und Buntigam. Luzern, Kloppenburg, Leverkusen. Jetzt in Finnland hat sie so richtig aufgedreht. Konnte man das damals schon sehen, was das für eine starke wird? Ja. Ja, ja, also ein Riesentalent. Sie hatte nicht immer so viel Lust zum Trainieren, sagen wir mal so. Schauen wir die Ecke noch schnell an. Babsi Dunst. Und Antonova. Routiniert die 28-jährige Potsdam, Rosengard, BSG, Barca. Und Levante ist ja auch niemand in Spanien. Die waren im Vorjahr in der Champions League Quali, heuer Sechste. Also da muss man schon was können, wenn man dort kicken darf. Nicht niemand. Auf alle Fälle. So, was haben wir? Halbe Stunde gespielt. 2-0. Geht noch mehr. Geht noch mehr, aber wichtig ist einmal, dass drei Punkte da sind, weil mit beispielsweise einer Blamage heute, einem X oder einer Niederlage, wäre man in der Wertung nur auf Platz 8 gewesen und das wäre dann ganz schlecht gewesen. Ich erkläre es vielleicht noch mal ganz kurz. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Am Donnerstag 18.20 Uhr Austria gegen Hapoel Beersheba. Also kurz erklärt, 9 Teams spielen in den Playoffs im Oktober. 3 davon haben in der ersten Runde ein Freilos. Die anderen 6 spielen gegeneinander, bleiben 3 über. Und dann heißt es 3 gegen 3. Und diese 3 Playoff-Sieger bekommen 2 direkte WM-Tickets. Wieder. Hickelsberger. Musterpfiff. Ganz klar.
Foul von Schiwig an Hickelsberger. Muss der Pfiff kommen, auch die korrekte Entscheidung der Unparteiischen. Ganz klar, nur der Fuß. Aber schau, es war gar nicht Schiwig, sondern es war Nummer 20 Mustafa. Trotzdem die gelbe Karte an Schiwig. Ich habe auch zuerst gedacht, dass es die Nummer 13 war. So, Elfmeter Nicole Biller. Doppelpack gab schon in Skopje. Wir schreiben die 34. Minute. Es gibt noch ein paar Diskussionen. Nordmazedonierinnen im Gespräch mit der Schiedsrichterin. So, auf geht's. Kibila. Souverän. Jawohl. Sehr überlegt. Sehr schön. Niki Biller, Teamtreffer Nummer 46. Gibt nur einen österreichischen Fußballer oder Fußballerin, die mehr hat, nämlich Nina Burger. Nina Burger, 53 Treffer, das heißt 7 noch. Und die werden wir erleben, glaube ich. Ja, definitiv. Niki Biller, 26 Jahre jung. Heute wieder mal ein Doppelpack. Sehr schön gemacht von Wienreuther. Biller direkt gespielt, aber nicht ganz exakt. Hickelsberger. Ja, der Druck, den die Österreicherinnen aufbauen, der sorgt natürlich für den einen oder anderen Fehler bei den Nordmazedonierinnen. Daher immer wieder die Ballgewinne für Rot-Weiß-Rot. Ja, Foul von Wenninger an Rocci war das, nicht gegeben. Konter läuft über Feiersinger. Und dort ging auch das 1:0 aus. Ja, Zadrazil bleibt hängen an Nikolowska. Hat sich den Ball wieder erkämpft. Ja, jetzt geht es ein bisschen hin und her. Erst in 45 Minuten nähern sich hier am Ende, da schwinden die Kräfte. Oder ist es nur die Konzentration? Was sagst du? Ich glaube, die Kräfte dürfen jetzt noch nicht ganz schwinden. Es ist vielleicht dann eher der Konzentration geschuldet. Aber nach 35 Minuten dürfen die Gäste noch nicht ganz am Ende der Kräfte sein. Naja, am Ende. Fußball hat sich so weit
so stark weiterentwickelt, da reichen schon ein paar Prozent, um den Unterschied auszumachen. Ja, jetzt Mittelfeld jetzt völlig frei. Gut die Seite gewechselt. Die Österreicherinnen brauchen, bis sie zurückrücken. Andonova. Die suchen sich auch immer gerne Andonova und Rocci natürlich. Auch nicht schlecht, wenn Manu Zinsberger mal einen Ball bekommt. Sie sehen es, am Freitag sehen Sie die Zweitligakonferenz um 17.55 Uhr in ORF Sport Plus. Und hier sehen Sie eine 3:0-Führung der Österreicherinnen nach 39 Minuten, 3:0 gegen Nordmazedonien. Gute Leistung der Österreicherinnen. Nächste Möglichkeit. Und Hickelsberger kann den Ball nicht volltreffen. Wie geht's da, Lisi, mit der Leistung der Österreicherinnen? Ja, ich bin zufrieden auf alle Fälle. Würde ich sagen, es ist sehr engagiert von Beginn weg. Ballbesitz ist sowieso sehr hoch. Das haben wir auch vor dem Spiel schon gewusst. Und 3 Tore sind okay, meiner Meinung nach, aber mehr würde ich dann doch noch gerne sehen. Also es dürfen auch 11:1 Schüsse. Und was mir gefällt, sind die durchdachten Kombinationen. Das ist kein Zufallshauruck, sondern... Ja, gute Bewegungen ohne Ball haben wir gesehen. Es geht hier und da mal über die Außen auch, aber auch gerne mal durch die Mitte, weil da dann doch der Platz vorhanden ist. Den hohen Ball hinter die Verteidigerinnen haben wir auch ein, zwei Mal gesehen. Den können wir sogar öfter sehen. Der funktioniert nämlich ganz gut. Ja, Biller hat sich den Ball da geschnappt. Und bleibt hängen. Also summa summarum ein echt engagiertes, couragiertes gutes Spiel. Es ist jetzt kein Top-Spiel, aber meiner Meinung nach schon ein echt gutes Spiel von den Mädels. Alles sehr überlegt. Das passt schon so. Und wenn wir noch ein paar Tore mehr sehen, ist es, denke ich, so, Dunst sehr schön. Zum Beispiel. Die kann Fernschüsse. Rechts und links. Ja, ganz unangenehm ist genau vor der Torfrau aufgesprungen. Corner. Henschel. 7:0 an Corner. So, Lisi macht sich auf den Weg. Ja, die Pausenanalyse. Viel Spaß, da gibt's einiges zu besprechen. Sie gesehen, Wienreuth in der Mitte hat den Ball jetzt verteilt, nachdem die Innenverteidigerinnen beim Corner vorne waren. Hickelsberger auf Feiersinger und der nächste Corner.
Menninger. 4-0. Carina Wenninger, falls da nicht eine Nordmazedonerin auch noch dran war. Schauen wir uns an, der Corner von Henshaw. Ja, den berührt zwar eine Nordmazedonerin. Ich möchte das Tor Wenninger geben. Schauen wir mal, wie es die Verantwortlichen dann bestimmen. Österreicherinnen weiterhin mit hohem Tempo. Der Ball läuft, zirkuliert gut. Da geht jetzt nichts mehr nach diesem Foul von Maxutti an Wienreuther. Und am Ball wieder die Frau für die ruhenden Bälle mit links. Marina Henshaw, früher bekannt noch als Verena Aschauer. Ja, und wieder Wenninger per Kopf. Und da springt der Julia Hickelsberger weg. Hickelsberger, ganz auffallende Erscheinung bisher. Zweimal Biller, einmal Zadrizil, einmal Wenninger und Irene Fuhrmann darf mit diesem 4:0 wirklich zufrieden sein. Nicht nur, weil es 4 Tore sind und kein Gegentor, sondern auch die Art, wie es zustande gekommen ist. Wirklich imposant. So, gleich wird der Pausenpfiff erfolgen. Gleich war jetzt Friederike Lydia Söcher pfeift die ersten 45 Minuten ab. Österreich führt hier verdient mit 4:0, hat eigentlich alles richtig gemacht. Von Beginn weg aggressiv gespielt, gut kombiniert, spielerisch, kämpferisch, alles in Ordnung. Hier haben wir es weiß auf grau, 1-0 Biller in der 7. Minute nach einer wunderschönen Kombination. Dann das 2-0 Sarah Zadrazil. Hier haben wir die Bilanz, 7:0 Schüsse aufs Tor. Nicht aufs Tor gingen dann noch 6:1 Schüsse, also klare Überlegenheit. Ballbesitz 61:39 für die Österreicherinnen. Es ist wirklich eine hochverdiente Führung nach einer sehr ordentlichen Leistung. Also das zweite Spiel nach der erfolgreichen Euro könnte in sehr gute Bahnen laufen und in Kürze melden sich Christina und Lisi mit der Pausenanalyse. Donnerstag in ORF Sport Plus. Start für die neuen Folgen des Yoga-Magazins am ORF Mediencampus. Machen Sie sich fit für Büro und Homeoffice mit Natalie Allison. Mit dabei Sportredakteur Andreas Felber. Das Yoga-Magazin ab Donnerstag 19.30 Uhr in ORF Sport Plus. Donnerstag in ORF Sport Plus. Der traditionsreichste Triathlon des Landes. Schnell. Hart, legendär. Austria Triathlon Podersdorf, die Höhepunkte. Donnerstag, 20.45 Uhr, ORF Sport Plus. Viermal Jubel in
in Rot-Weiß-Rot. Österreich führt gegen Nordmazedonien hier im letzten WM-Qualifikationsspiel. Mit der Hoffnung natürlich auf einer erstmaligen Teilnahme nächstes Jahr in Australien und Neuseeland beim großen Turnier. Ja, wie gefallen dir deine Ex-Kolleginnen heute hier in den ersten 45 Minuten? Wirklich gut. Also sie haben von Beginn weg gut ins Spiel gefunden, sind sehr aggressiv ins Spiel gegangen und haben dann auch schnell das erste Tor erzielt und jetzt auch noch das vierte, also 4-0 in der ersten Halbzeit kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Vier Tore haben wir gesehen, zuvor aber noch eine Szene, wo schon fast das 1-0 gefallen wäre, nämlich nach 4 Minuten. Da, wenn man noch ein bisschen Kritik üben darf, vielleicht auch das, dass Sarah Zadrazil ein bisschen doch wieder zu zögerlich agiert hat, da ein bisschen mutiger hätte agieren müssen, oder? Mutiger, im Endeffekt ein bisschen zu hastig, würde ich sagen, dass sie den ersten Ball gespielt hat, hätte sich gerne noch einmal mitnehmen können, selbst den Abschluss suchen können oder dann in die Mitte legen können. Aber man hat dann schon gesehen, ja okay, die Mädels wollen heute, sie können auch, finde ich. Man hat schon gemerkt, da ist was drinnen heute. Dann hat es relativ bald eh mit dem ersten Treffer geklappt. Ja, Nicole Biller war es, die es dann gemacht hat in der 7. Minute. Das 1-0 für Österreich. Sehr schöne Aktion über die linke Seite. Gut, dieser Linienpass runter, ein guter Lauf auch von außen und dann auf alle Fälle für mich die Schlüsselstelle jetzt, dass Julia Hickelsberger-Fühler den Ball bewusst durchlässt. Ich denke, das Kommando, das verbale Kommando wird es von Niki Biller gegeben haben, die dann auch gut reinläuft und zum 1-0 abschließen kann. Was machen die Österreicherinnen heute alles besonders gut? Wenn wir gleich mal drauf schauen aufs 2-0, was gefällt dir heute in der Offensive? Ich finde, sie bewegen sich gut, also viel Bewegung ohne Ball, gerade zwischen den Ketten, zwischen der Abwehrkette und der Mittelfeldkette von den Nordmazedonierinnen ist immer wieder Raum, den bespielen sie gut und dann verwerten sie auch die Chancen. In dem Fall haben wir jetzt das nächste Tor gesehen über die rechte Seite, wo das mögliche Abseits ja aufgehoben wurde. Sarah Zadrazil ging nicht zum Ball, dann kommt wieder Julia Hickelsberger-Fühler rein und im Endeffekt schließt dann doch Sarah Zadrazil ab. Also man sieht hier auch mit Köpfchen, was gearbeitet wird. Und heute gibt es auch Billa Plus, wenn man so will, denn es ist noch ein zweites Tor von der Tirolerin gefallen nach einem Foul zunächst an Julia Hickelsberger. Auch ein ganz klares, wird, ja. Ganz klares Foul, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Nordmazedonierinnen wollten zwar diskutieren, gab es dann auch die gelbe Karte, aber das klare Foul an Julia Hickelsberger-Fühler, die heute wieder mal sehr, sehr auffällig agiert, muss man wieder herausnehmen. Und Niki Biller, das schaut immer so alles so cool und lässig aus, aber ist alles sehr überlegt. Nimmt nochmal den Schritt, das Tempo vorher raus und schaut sich dann die Torhüterin aus und legt den Ball dann in die Ecke. Und dann haben wir noch eine dritte Torschützin hier in den ersten 45 Minuten. Das war Carina Wenninger nach einer Standardsituation. Verena Henscher mit dem Eckball. Die Ecken auch heute sehr gut getreten, finde ich. Und in dem Fall auch die Belohnung, dass aus dem Eckball auch mal ein Tor entsteht. Und dann auch die Belohnung für Carina Wenninger, die als Verteidigerin nicht so oft zum Abschluss kommt und nicht so oft zu Toren kommt. Und es war auch einer ihrer ersten Tore, glaube ich, im Teampress. Ja, Lisi, jetzt habe ich uns Verstärkung dazu geholt. Zwei Herren, das ist wahrscheinlich ein lustiges Bild jetzt, zwei große Herren, zwei etwas kleinere junge Damen daneben. Herzlich willkommen, ÖFB Sportdirektor Peter Schöttl und Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Vielen Dank, Hallo. Dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Schöttl, was sagen Sie zur ersten Spielhälfte? Ja, so habe ich mir es vorgestellt, also so habe ich es auch erhofft, dass wir klar überlegen sein werden, war klar. Wir haben ein schnelles Tor gemacht, waren dann ein bisschen umständlich, aber ja, sind jetzt standesgemäß mit dem Ergebnis in die Pause gegangen. Ja, es wäre natürlich toll, wenn da jetzt in der zweiten Hälfte auch noch Tore fallen würden. Zur Ausgangslage nochmal die Top 3 dieses Rankings der besten Gruppenzweiten des Spiels für Österreich ja nicht mehr. Wie sehen Sie jetzt die Ausgangslage aktuell? Da wären wir gerne dabei gewesen, ist klar, weil wir uns den Spieler erspart hätten im Oktober. So ist es einfach so, dass wir uns auf zwei Spiele vorbereiten werden. Ich denke, dass die Gegner auf unserer Ebene sein werden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir uns im Oktober dann für die WM qualifizieren.
Herr Neuhold, wir stehen jetzt da unweit dieser doch mittlerweile berühmten Wasserrutsche. Im Spiel gegen England am Samstag gab es da Kritik einerseits auch von den englischen Medien, die gemeint haben, als Europameister kommt man da jetzt hierher nach Österreich, der erste Auftritt nach dem großen Titel und dann Stadion Wiener Neustadt. Auch die österreichischen Spielerinnen haben gestern offenbar ihren Ärger kundgetan, indem sie auf Social Media alle gepostet haben, dass sie das auch kritisch sehen, den Standort hier in Wiener Neustadt. War es denn tatsächlich so, dass Wiener Neustadt die einzige Möglichkeit war für den ersten Auftritt nach der EM gegen den Europameister? Ich glaube, dass man da ein Stück weg zurückschauen muss. Also wir haben ja die Verpflichtung seitens der UEFA, dass wir 60 Tage vor dem jeweiligen Länderspiel auch den Spielort bekannt geben. Sprich, wir mussten Anfang Juli die Standorte für die beiden Spiele gegen England und Nordmazedonien nennen. Da war die Europameisterschaft weder im Laufen, noch ist England als Europameister festgestanden. Gab es zwischendurch nichts mehr die Möglichkeit, hier noch was umzudisponieren? Wir haben dann den Kartenvorverkauf gestartet. Wir haben natürlich unsere Verpflichtungen mit dem Standort Wiener Neustadt eingegangen. Ich kann die Kritik verstehen, nachvollziehen, nehme das auch zur Kenntnis. Ist ja in Ordnung, wenn die Mädels danach streben, in größeren Stadien zu spielen. Wir befinden uns in einem aufrechten Dialog mit dem Mannschaftsrat, mit den Spielerinnen. Wir werden jetzt am Freitag einmal die Auslosung abwarten, was die Playoffs ergeben und werden dann auch gemeinsam den Standort für die Playoff-Spiele diskutieren, sofern wir ein Heimspiel zugelost bekommen. Das heißt, Sie hatten ab dem Zeitpunkt, ab dem 31. Juli, wo feststand, England ist Europameister, keine Möglichkeit mehr umzudisponieren? Nein, weil die Fristenläufe so sind, wie sie vorgegeben sind. Wir haben uns dann noch einmal auf den Standort Wiener Neustadt committed. Ich sehe das auch im Nachhinein durchaus als gute Entscheidung. Wir hatten das Privileg, am Samstag das erste Mal überhaupt ein ausverkauftes Frauenländerspiel abhalten zu können. Wir sind überzeugt, dass die Rahmenbedingungen hier und die Kulisse für die Mannschaft sehr gut waren. Aber natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass wir auch künftig über größere Standorte diskutieren müssen, bereits beginnend mit den Playoffs im Oktober. Verstehen Sie dann aber eben, dass die Spielerinnen sich da zusammengetan haben und diese Kritik jetzt auch öffentlich gemacht haben? Zum Beispiel die ehemalige Kapitänin Vicky Schnaderbeck hat gemeint auf ihrem Social-Media-Kanal, was muss denn noch passieren hinsichtlich Entwicklung als einmal Viertelfinale, einmal Halbfinale? Was braucht der ÖFB noch, um ein größeres Stadion den Mädels als Bühne zu geben? Ich war im August mit der Vicky Schnaderbeck in Kontakt, ich war mit der Manu Zinsberger in Kontakt, ich habe mir für diese Woche mit der Carina Weninger einen Termin vereinbart, um dieses Thema wirklich in Ruhe zu diskutieren und die Argumente auszutauschen. Nochmals, wir hatten die Verpflichtung, diesen Standort für diese Spiele schon Anfang Juli bei der UEFA zu nennen und zum damaligen Zeitpunkt war auch diese Euphorie nach dem Turnier noch nicht absehbar. Aber die Argumente sind legitim, wir nehmen das ernst und werden natürlich auch die künftigen Standortauswahlen mit einfließen lassen, die Argumente und die Wünsche der Spielerinnen und der Mannschaft. Herr Sportdirektor, haben Sie da auch das Gespräch gesucht mit den Spielerinnen, sich vielleicht den Sorgen und Gedanken ein bisschen angenommen? Wir sind in einem sehr guten Austausch seit einigen Jahren. Zum Standort Wiener Neustadt möchte ich schon sagen, also wir versuchen unseren Spielerinnen wie allen anderen Mannschaften auch bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Wir haben mit Bad Arzmannsdorf den Standort, das Trainingszentrum in Wahrheit des Frauennationalteams. Da geht es um die Distanz hierher, was perfekt passt. Es geht natürlich auch darum, dass wir bestmögliche Rasenbedingungen schaffen wollen. Das haben sie auch hier. Und es geht natürlich auch darum, was ein Stadionbetreiber, wie gerne der mit uns zusammenarbeitet. Und hier in Wiener Neustadt ist es einfach richtig gut in den letzten Jahren gewesen. Und es geht aus sportlicher Sicht, auch aus meiner Sicht, wir wollten nicht immer wandern. Wir wollten irgendwo eine Heimstätte haben, wo du auch einen Heimvorteil hast, wo vertraute Umgebung ist. Und das hatten wir hier. Dass das jetzt in dieser Konstellation mit England der Europameister dann natürlich etwas unglücklich ist, das sehen wir genauso. Wie wollen Sie diese Kritik jetzt auch in zukünftige Entscheidungen mit einbeziehen? Das tun wir. Das habe ich ja schon versucht zu skizzieren. Wir sind im Dialog mit der Trainerin, wir sind im Dialog mit dem Betreuerteam, wir sind im Dialog mit dem Spielerinnenrat. Wir werden die Erwartungshaltungen abgleichen und werden dann eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen. Weil unser größtes Ziel ist es natürlich, dass wir der Mannschaft die bestmöglichen Bedingungen bieten können. Das kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein, aber es ist natürlich unser Antrieb hier im Sinne der Spielerinnen und der Trainerin zu handeln. Jetzt wird es ein Playoff im Herbst geben. Was wird da angedacht? Soll es wieder Wiener Neustadt sein? Gibt es vielleicht die Möglichkeit,
in St. Pölten zu spielen oder in der Südstadt? Ich glaube, in erster Linie muss man mal den Freitag abwarten, muss man die Auslosung abwarten und muss man auch sehen, ob wir tatsächlich ein Heimspiel haben. Wir sind im Austausch mit verschiedenen Standorten, um einfach die Verfügbarkeiten zu prüfen. Zum einen für den 6. Oktober, zum anderen potenziell für ein zweites Spiel am 11. Oktober. Wir wollen natürlich jetzt einmal den Freitag abwarten, was die Auslosung letztlich ergibt. Und dann werden wir eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen, was letztlich die Standortauswahl betrifft. Alles klar. Bernhard Neuhold, Peter Schöttl, vielen Dank, dass Sie gerne in der Pause sich die Zeit genommen haben, gerne, um zu uns zu kommen. Lise, jetzt geht es eigentlich weiter. Ich darf dich wieder zu Erwin Hujacek schicken. Ihr werdet weiter kommentieren. 4:0 für Österreich. Wir hoffen natürlich, dass da noch ein bisschen mehr geht. Ihnen natürlich viel Spaß mit Hälfte 2 und dir, Lisi, auch beim Kommentieren. Bis gleich. Donnerstag im ORF Sport Plus. Die Beachvolleyball-Europameisterschaft der Gehörlosen in Baden. Die Austrian Open im Rollstuhltennis. Und rot-weiß-rote Blindenfußballerinnen kicken gegen Topclubs. Ohne Grenzen. Das Behindertensportmagazin am neuen Sendeplatz. Donnerstag, 20.15 Uhr, ORF Sport Plus. Diese Sendung präsentiert von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und dem Österreichischen Behindertensportverband. Wir macht's möglich. Raiffeisen wünscht unserem Team viel Erfolg. Du kennst jede Statistik. Dann konfiguriere Wetten bis ins letzte Detail im Admiral Wettkonfigurator. Admiral, Wetten in einer anderen Liga. Ja, gleich geht's weiter in Hälfte 2. Sie sehen hier eine Wechselspielerin von Nordmazedonien. Das ist Sipe Salihi. Sie wird für Hava Mustafa kommen, aber auch Österreich hat ausgetauscht, dazu dann gleich. Also jeweils ein Wechsel in der Pause. Bei Österreich neu auf dem Feld Marie-Therese Höbinger und nicht mehr auf dem Platz die Schützin des 2:0, Sarah Zadrazil. In den Augenblicken geht's los, die letzten 45 Minuten in dieser Gruppenphase, aber nicht in dieser WM-Quali. Hier haben wir Höbinger, 21-Jährige, die beim FC Zürich höchst erfolgreich spielt. Schweizer Meisterin geworden, ja, dem nicht genug hat sie. Schweizer Meisterschaft wird ja in Playoffs mit Finale entschieden. Sogar den entscheidenden Elfer zu Zürichs Meistertitel geschossen, verwandelt. Ja, und Henschow jetzt auf Höbinger. Haben wir sie, Marie-Therese Höbinger, lange in Potsdam gespielt, war dann aber letzten Herbst nicht mehr erste Wahl, ist im Frühjahr leihweise zu Zürich gegangen und hat dort so toll eingeschlagen, dass man sich auf eine Fixverpflichtung einigen konnte.
Ja, und durch. 5-0, Babsi Dunst. Siebenundvierzigste Minute. Fernschüsse kann sie, aber sie kann auch aus einem Meter. Auch wieder schön herausgespielt. Kommt der gute Ball von der Seite von Marie Höbinger, war es, glaube ich, schon. Ja. Jawohl. Babsi Dunst noch, denke ich, etwas überrascht, dass der tatsächlich durchkommt. Ja, und Babsi Dunst hat schon in der EM-Quali zweimal gegen Nordmazedonien getroffen, beim 6-0 nicht. Und jetzt wieder. Länderspieltreffer, kleine Premiere, Nummer 10. Spielt bei Frankfurt. Fünf-Null reicht übrigens noch nicht, um Belgien zu überholen. Wäre man Punkte gleich, Tordifferenz auch gleich, aber Belgien hat ein Tor mehr geschossen. Warum erzähle ich dauernd das mit Belgien? Ja, es gibt ja dann im Playoff 3, die als Playoff-Siegerinnen feststehen. Und sollte da Österreich und Belgien und wer auch immer noch dabei sein, die besten zwei bekommen ein direktes WM-Ticket. Und dass Belgien und Österreich, dass die da dabei wären, ist nicht unmöglich, würde ich sagen. Ja, Wienreiter. Leicht blessiert. Gab schon in Hefte 1 da eine Attacke an ihr. Schauen wir mal, wie lange sie da noch durchhält. Backup rechts hinten mit Kathi Schichtl. Auch nicht schlecht. Überhaupt die Österreicherinnen auf allen Positionen gut doppelt besetzt sind. Ja, da bleibt da heiß. Ja. Ja, Höbinger Festspiele. Ja, das. Aber das haben sie sich selber gemacht. Sieht gut aus. Da war mir nicht ganz sicher, ob das Tor zählt, aber alles korrekt. Marie-Therese Höbinger, Teamtreffer Nummer 6. Haben wir schon geglaubt, die Situation ist vorbei. Von einer Mazedonierin kommt er dann und ja, ganz, wenn keine hingeht, dann mache ich's. Ganz schlecht. Schlechtes Abwehrverhalten von Nordmazedonien. Und toll nachgegangen von Marie Höbinger. Eine Vorlage, ein Tor in den ersten vier Minuten, viereinhalb Minuten. Das kann sich sehen lassen. Jetzt sind sie, würde ich mal sagen, unbarmherzig. 6-0. Belgien Hammer. Dürfen aber auch gerne noch mehr Tore sein. Ach, diese Gier. Na, nicht Gier, also man darf ja ruhig und man darf sich ruhig auch belohnen, wenn man gute Aktionen genau hat und gute Spielzüge spielt. Und jeder Treffer, den man erzielt, der hebt das Selbstbewusstsein dann. Genau. Nicht schlecht so, Tor und Assist für Höbinger. Eigentlich eine feine Sache, da wechselt meine Spielerin ein und die ist gleich an beiden Toren beteiligt. Und genau das, diese Breite im Kader, die wird immer besser. Sie ist natürlich noch nicht so wie bei England oder bei Deutschland, das hat man bei der Euro klar gesehen, aber es wird. Ja, da reklamieren sie Handspiel. Auch von Buntigam. Aber der Konter läuft über Dunst.
Feiersinger. Schiwik, Julia Schiwik mit Nasenbluten. (6:0) wie schon im Hinspiel, aber wir haben gerade mal 52 Minuten absolviert. Ball geht wieder über rechts. Wieder über Höbinger. Marie Höbinger. Und die nordmazedonischen Fans, das ist wirklich bewundernswert, wie sie da ihr Team anfeuern. So soll es sein. Georgieva, sie hat die neue Nummer 11, die hatte ja Vicky Schnaderbeck. Und die 20 von Lisa Mackers, die geht jetzt in Besitz von Kathi Naschenweng. Das sind jetzt schon Fixnummern, die bei den Österreicherinnen da vergeben sind. Es gibt ganz wenige Nummern, die wechseln. Fixnummer muss man sich verdienen. So, Henschel mit dem ruhenden Ball mit links. Was hattest du für Nummern im Team? Ich hatte zum Schluss die 19, also auf Henschel. Den Spuren von Verena Henschel. Ja. Na, sie auf deinen Spuren. Genau, so rum. Ich glaube, da hatte sie noch die 18, wenn ich mich nicht täusche. Und in den früheren Zeiten haben wir dann doch noch öfters mal getauscht. Ja. Ich glaube, mal mit der 4 gespielt, auch mal mit einer... Ich glaube 14 oder 15, aber gegen Ende hin, wo es dann relative Fixnummern gab, hatte ich die 19. Ja, Höbinger unermüdlich. Ja, jetzt auf der 6er Position. Hat sehr gut ins Spiel gefunden. Ball kommt wieder gut. Wienreuter in der Mitte, Piller, nein, Ball zu Feiersinger. Aber wir haben ihn noch. Buntigam, Höbinger. Ja, Niki Piller kommt noch. Und abseits. Abseitsstellung. Wienreuter mit dem Vorstoß. Ball ist zu Piller gekommen. Und wir sehen wieder völlig korrekte Entscheidung der dänischen Schiedsrichterin, des dänischen Schiedsrichterinnen-Teams. Ordentliche Leistung auch von denen. Von denen bis dato eine Top-Leistung, meiner Meinung nach. Ja. Wie gesagt, VAR gibt es keinen. Den gibt es nur auf allerhöchstem Niveau. Auch da bin ich überzeugt davon, wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. So, mein Regisseur fragt nach dem höchsten Österreich-Sieg. Das waren 2 11:0 Siege gegen Armenien. Da sind wir jetzt doch 5 Tore und 35 Minuten noch davon entfernt. Aber was weiß man, die Nordmazedonierinnen machen nicht mehr diesen taffen Eindruck wie in Hefte 1, wo sie wirklich gut dagegen gehalten haben. Aber allein dieses 6:0, das hat schon eine deutliche Sprache gesprochen. Henschel. Ja, der bleibt die Latte. Heiß. (57) Henschel Latte. Mein Zettel
ist bald vollgeschrieben. Hätte ich mir aber auch denken können. Höchste Siege in dieser WM-Quali. 2x8-0. Lettland und Luxemburg. Übrigens haben wir heute ein Jubiläum. WM-Quali-Spiel Nummer 50. Muss man gebührend feiern, ne? Ja, darf man heute schon, vor allem bei dem Spielstand, sicherlich feiern. Und schauen wir mal, vielleicht gehen wirklich noch ein paar Tore und es kommt noch ein Jubiläum. Was gräbt er da für Zahlen aus? Bisher hält Österreich in 210 Länderspielen bei 396 Toren. Also 4 noch auf 400. Menninger, Verlagerung auf Henschel, Dunst. Schöner Doppelpass mit Feiersinger, Dunst. Und aus dem Hinterhalt Marie-Therese Böbinger. Hinterhältig. Die jüngste Österreicherin, die einzige jetzt am Platz bei Österreich, die in diesem Millennium geboren wurde. Und Hickelsberger. Zehn Minuten ohne Tor. Andonova im Ringkampf mit Wien Reuter. Oh, oh. Jetzt da gehen die Nerven langsam durch. Sind die Nordmazedonierinnen dafür etwas offener? Ja. Ja, war schlampig, die Hereingabe. Keine gute Hereingabe. Generell die Ordnung von Nordmazedonien nicht gut. Ja. Ja. Und vor allem, wenn sie dann mal nach vorne rücken und zwei, drei Spielerinnen mit nach vorne bringen, dann sind sie noch ungeordneter. Und das darf man dann gerne ausnützen. Und Andonova zuerst mit diesem Ringkampf gegen Wienreuter hat eigentlich Glück, dass die Schiedsrichterin das nicht geahndet hat, weil eine gelbe ist gelb-rot für Andonova. Die hatte wegen Kritik schon gelb in Hefte 1. Schön durchgesetzt. Ja, aber da war dann keine Direktflanke mehr möglich, aber Österreich hat nach wie vor den Ball. Feiersinger aus 23 yeah. Metern. Herrlicher Treffer. Yeah. 61. Minute. Laura Feiersinger trägt sich auch in die Schützinnenliste ein. Und da ist unser Weitschusstor, Erwin, ja, das wir in Halbzeit 1 angesprochen haben. Passt genau. Passt genau, ist gar nicht so scharf, aber Banchurova, die platziert nordmazedonische Dorffrau, ist nicht die sicherste und auch nicht die beste Dorffrau hier am Platz. Und es fehlt ihr da auch an Reichweite. Fehlt ihr auch an Reichweite und da geht auch
der Ball rein. Aber es war ein wunderbarer Treffer, Laura Feiersinger. Schauen wir mal. Sehr schön. Teamtor Nummer 17 im 98. Länderspiel. Schau, die Laura kann mit dem zweiten Playoff den 100er feiern. Ist damit aber bei Weitem nicht die erste Rekordnationalspielerin, ist Sarah Buntigam. Dann hätten wir Karina Weninger ebenfalls mit weit über 100 und Sarah Zadrazil hat diesen erlauchten Club während der Euro betreten. Wer macht sich da bereit? Katrin Naschenweng und Selina Degen. Das heißt, die beiden angeschlagenen oder nicht hundertprozentig fitten Georgieva und Henschow könnten jetzt wahrscheinlich ersetzt werden. Mazedonien 6-8. Nein, 8-6. Das heißt, Markowska kommt für Jen Sofsky. Und wer geht bei den Österreicherinnen? Das ist Henschow. Für Naschenweng, also auf der linken Seite, wird vom Publikum begeistert verabschiedet. Auch das ist was Feines. Und Selina Degen, genau, für Marina Georgieva. Wie gesagt, Georgieva mit leichten Muskelproblemen und Henschow ein bisschen erkältet. Logische Wechsel jetzt. Degen jetzt in der Innenverteidigung. Ist heuer gewechselt von Hoffenheim zu Köln. Köln hat überhaupt ordentlich dazu gekauft. Zum Beispiel auch Sarah Buntigam. Freistoß an Donovan. Schön gemacht. Jetzt die Möglichkeit und Zinsberger bei diesem Schuss der eingewechselten Salih. Antonova schön mit der Brust angenommen, sieht, dass die Mitspielerin reinläuft und chippt ihn drüber. Da sieht man dann die Klasse von ihr. Und den bekommt sie. In der Mitte Biller. Ja. So ist es. 8-0, 66. Minute. Wieder eine schöne Kombination, angefangen von Sarah Buntigam. Wir werden noch einmal ein Auge drauf werfen. Triple Back, Niki Biller. Wie im Hinspiel. Sarah Buntigam mit viel Platz. Babsi Dunst gibt den Ausschlag, dass sie ansetzt zum Laufen. Sarah Buntigam sieht das sofort und Babsi Dunst nicht blind in der Mitte, sondern schaut auf, legt ihn zurück zu Niki Biller.
Und die, wie angesprochen, in der Box, im 16-Meter-Raum, da ist ihr Revier, da hat sie ihre Stärken, schließt zum mittlerweile 8:0 ab. Und sie wollen noch immer mehr. Also Michi Kögler, mein Regisseur, hat schon recht gehabt, als er da gefragt hat, was war der höchste Sieg. Hickelsberger. Ja, wieder zurück. Wieder Laura zurück Feiersinger. Auf Feiersinger. Und jetzt kann sich Pantscherowa auszeichnen. Auch wieder gut gesehen, dass Laura Feiersinger hinten frei steht und in dem Fall nochmal den Schuss von Babsi Dunst, den sie direkt verwerten wollte, ins lange Eck über die Dorfrau drüber, der ihr dann nicht ganz so vom Schlapfen gegangen ist, wie sie wollte. Nordmazedonien ist sich oft nicht einig, wer nimmt welche Spielerin, und dann sind oftmals die Österreicherinnen ziemlich frei und deswegen ist auch sehr viel Platz bei den Österreicherinnen, die sich heute aber auch echt gut bewegen. Toller Ball wieder in die Tiefe. Wieder Dunst und versucht es direkt. Oder sagen wir mal so, scharfe Flanke. Sehr umtriebig in Hälfte 2, Babsi Dunst. Ja, wunderschöne Kombination gespielt. Wieder. So, jetzt ist er weg, der Ball. Wienreiter ist da nicht mehr rangekommen, obwohl sie sich wirklich noch da gut reingehaut hat. Ja, bei 70 Minuten gespielt, 8:0. Und wir sehen noch einige Spielerinnen, die auch Einsatzminuten bekommen wollen. Schichtl, Schasching und Eder beim Aufwärmen. Ruhender Ball, jetzt ein Fall für Kathi Naschenwenk. Die hat auch einen ordentlichen linken. Super auf wieder ein Niki Piller. Sehr schön. Piller oder Naschenwenk, hat sie ihn berührt? Nein, nein, nein. Oh ja, doch, Tor zählt, aber die Schiedsrichterin deutet, dass hier jemand reinkommen muss, weil sich die Torfrau verletzt hat. Kathi Naschenwenk mit dem Fragezeichen, direkten Freistoß oder war Niki Piller dran? Ja, ich glaube, der war direkt. Ich glaube auch, dass der direkt war. Ah, und da verletzt sich Pantscherowa. Carina Wenninger läuft da unabsichtlich in sie rein. Es waren über 30 Meter bei der Kathi Naschenwenk jetzt. Drittes Tor. Rahmen dieser WM-Quali und er hat ja auch schon bei der Euro getroffen und das 2:0 gegen Nordirland erzielt. Ja, die Einwechselspielerinnen machen gut Betrieb. Ja. Naschenwenk, die war schon 7 Minuten drinnen. Ne? Da darf man ein Tor machen, meinst du? Höbinger war
4 Minuten Torassist. Nein, ist wirklich super, wenn man eine gute Bank hat und das wird immer besser. So zwei Wechsel jetzt bei Nordmazedonien. Schadensbegrenzung, 23 und 15 kommen. Ja, schau, Antonova geht. Hat keine... Georgievska kommt für Joszewska, Außenverteidigerin für Außenverteidigerin. Ich habe die 10 da auch aufleuchten gesehen, oder war das nur... Ich wollte gerade fragen, hat sie keine Lust mehr? Eine optische Täuschung von mir. Na doch nicht, es gibt 15. Ich habe den 18er für einen 10er gelesen. Ja, 15 kann nicht gehen, 15 gibt es nicht. Aber die Kapitänin Antonova bleibt an Bord. Ist dabei, ja. Versucht ihr Team da auch noch mal besser einzustellen für die letzten gut 20 Minuten. Ja, das Kollektiv bei Nordmazedonien funktioniert nicht so gut. Man merkt dann doch, dass einige Spielerinnen in weniger guten Ligen spielen, dass die Abstimmungen zwischen den Spielerinnen nicht so gut sind. Die Spielerinnen sind sich nicht so ganz sicher, soll ich mit einer Gegenspielerin mitgehen, soll ich sie lieber ihr mehr Raum geben, soll ich lieber im Raum verteidigen, soll ich lieber an der Frau dranbleiben. Da merkt man vor allem in der letzten Kette, in der Abwehrkette, dass da noch viel Luft nach oben ist. Da ist sehr viel Platz für die Österreicherinnen. Und das zeichnet dann auch bessere Teams aus, dass sie dann besser verteidigen können, dass sie in der Kette enger stehen, dass jede Spielerin auch auf die Mitspielerin schaut, wie verhält sich meine Mitspielerin, dementsprechend verhalte ich mich dann auch. Es ist nämlich kein Einzelsport, wie unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sicher wissen. Es ist auch immer viel Abstimmung gefragt und man darf dann auch und muss auch auf die Mitspielerinnen schauen und dementsprechend darf man sich dann auch bewegen und soll man sich dann auch bewegen. Das funktioniert bei den Nordmazedoniern eben nicht so gut. Zusätzlich sind viele Löcher, große Löcher zwischen den Ketten vorhanden und so machen sie es den Gegnerinnen, sprich Österreich, heute einfach. Und schau, was jetzt passiert bei Nordmazedonien. Rocci und Antonova spielen jetzt defensiv. Ja, gehen zurück. Ich glaube, das war vielleicht auf Eigenregie sogar. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Trainer hat. Wie ist er zum Trainer hingegangen und gesagt, mein Lieber, wir machen das jetzt so. Sonst wird das ganz furchtbar. Schaut jetzt nach einer Fünferkette aus, ja, tatsächlich, bei Nordmazedonien. Mit Antonova und Rocci in der Fünferkette. Und jetzt rennen für Österreicherinnen denen davon. Also die neu formierte Fünferkette sollte vielleicht nicht so auf Abseits spielen. Ja, war es dann. Sehr, sehr hoch gestanden dann auch die Abwehrkette. Ja, und die eingewechselte Salih, die macht jetzt die Sturmspitze in von Antonova neu formierten taktischen Gerüst der Nordmazedonierinnen. Maschenwenk. Hoppala. Und wenn ich mir das so anschaue, Donova dürfte dann sogar den zweiten Spielerinnenwechsel auch overruled haben. Gewechselt wird hingegen bei Österreich. Lisa Kolb für Julia Hickelsberger Füller. Die wird genauso auf der Rechtsaußenposition agieren, wie es Julia Hickelsberger Füller getan hat. Der Pechvogel
der Europameisterschaft, Lisa Kolb, muss man sagen, die ja positiv getestet wurde kurz davor und so nicht mitfahren konnte. Wieder links Dunst, wieder in die Mitte und abseits. Österreich hat also jetzt 4 Spielerinnen gewechselt. Ein Wechsel geht noch. Darf ja 5-mal wechseln, muss aber 3, darf aber nicht öfter als 3-mal außerordentlich wechseln und das würde noch passen. Das heißt einmal nach der Pause, das ist ein normaler Wechsel unter Anführungszeichen, dann 2-mal kamen. Gleichzeitig kann man Naschenwegen und Degen rein und jetzt Kolb. Rocci als letzte Frau bei Nordmazedonien. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass die Spielerinnen einfach das Kommando übernehmen und sagen, na Trainer, so nicht. Schauen wir kurz auf Babsi Dunst, die da durchgeht. Und selbst, nein, nicht selbst abschließen wird, legt er auf. Feiersinger! 78. Minute, 10:0, Laura Feiersinger. Treffer Nummer 2 für die Laura in diesem Spiel. Schauen wir den Turbo von Babsi Dunst an, legt sich, geht außen vorbei, legt ihn auf und dann dachte ich schon, sie schließt selbst ab, ist aber ganz uneigennützig und legt auf ihre Frankfurt-Kollegin Laura Feiersinger ab. Na, zweistellig. Zweistellig, super, ich freue mich, Erwin. Du hast die ganze Zeit nach Toren gegiert, jetzt hast du sie. Jawohl, ich freue mich wirklich, zweistellig, das ist... Aber ich ärgere mich auch nicht wirklich, also... Ja. Zweistellig ist noch einmal ein ganz anderes Gefühl, seien wir uns ehrlich, oder? Also ob da jetzt ein 9-0 steht oder 10-0, irgendwie macht es dann doch einen Unterschied. Und jetzt jagen wir Armenien, also diese beiden 11:0-Siege. Ja, haben wir sicher noch 13, 14 Minuten Zeit, aber gab es auch eine längere Unterbrechung dann. Kein Abseits. Linke Außenverteidigung steht frei. Dunst. Eieieiei. Übrigens, das Tor von Feiersinger war das 400. Tor in der Länderspielgeschichte, seit es Frauenländerspiele gibt, seit 1990. Einziger Wermutstropfen am heutigen Tag, Slowakei gegen Irland. Ja, das ist bitter. Dass Irland da bei unseren Nachbarn gewonnen hat. Mit 3 Spielerinnen, die in Österreich engagiert sind. Lemeshova, Nikolajova. So, jetzt gibt es den Doppelwechsel 15 und 16. Kostova und Petrovska. Es geht Nikolevska, eine Innenverteidigerin. Und es geht Andrejewska. Andrejewska auf dem Papier rechts außen gewesen. Ja, aber Isov lässt sich nicht beirren, bringt 2 Stürmerinnen. Nachdem seine 2 Offensivkräfte hinten spielen. Die werden ja alle nach hinten beordern. Muss er jetzt die Stürmerinnen bringen, die dann vielleicht dann tatsächlich vorne agieren. Ich glaube wirklich, dass sie da das auf Eigenregie gemacht haben. Und, jetzt hast du gesehen, wie sie hingelaufen ist zu ihm und im mit ihm Dacheles geredet hat. Spielertrainerin Andonova
Naschenwenk, schöner Abseits. Temperierter Pass auf Biller, aber Abseitsstellung, aber weil du das vorher angesprochen hast, bei vielen Teams und bei vielen Nationalmannschaften sieht man das, denke ich, nicht, dass dann die Spielerinnen das Kommando übernehmen. Selbst agieren und dann einfach die Formation und auch gewisse taktische Einstellungen ändern. Schau, da hatten wir es jetzt im Insert am Samstag, kleine Tür Frauen-Bundesliga. Na, wir kommen nicht dazu. St. Pölten gegen die Austria, zwei St. Pöltenerinnen. Lemeshova, Mikolajova konnten uns heute nicht helfen. Dritte Banakova spielt bei Neulenkbach, also drei Slowakinnen heute gegen Irland, aber 0-1. Absidunst wieder im Anflug. Und wieder abseits. Oh, das würde ich mir gerne noch einmal anschauen. Vielleicht bekommen wir da eine Wiederholung. Das tatsächlich, nein, ja, ich denke nämlich, ja, dass, aber gut, dass das kein Abseits war. Es ist ohne VAR nicht so leicht zu sehen. Andonova gegen Kolb. Findet die Mitspielerin. Ja. Haben sie gut gelöst, Nordmazedonien. Jetzt aber dann doch der weite Ball. Der ungenaue nach vorne. Übrigens Sali. Ah, letzter Wechsel bei Österreich. Oh, ein herrliches Comeback. Ginny Kirchberger kommt für die Kapitänin und bekommt, die Schleife bekommt Buntigam. Comeback nach ihrer schweren Verletzung gegen Luxemburg im November. Schien- und Wadenbeinbruch. Da lacht sie auch, Ginny Kirchberger. Schöne Geste der Trainerin, ja, auch. So, damit hat Österreich sein Kontingent ausgeschöpft. Jimmy Kirchberger geht auf die linke Innenverteidigerposition. Sally Degen jetzt auf die rechte Innenverteidigerposition gerückt. Und Feiersinger. So, die Regie hat da wieder einige Infos für uns, für euch, für Sie. Würde es wirklich ein Rekordsieg werden, dann wären Irene Fuhrmann und die Managerin Lisa Hochstöger den Rekord los. Die waren nämlich dabei bei den 11:0 Siegen gegen Armenien. Hammer, Irene Fuhrmann. Ja, selbst mehrfache Teamspielerin. Ich glaube, sie wollten das Zweistellige verhindern, die Nordmazedonierinnen. Ihnen nicht geglückt. Anlegen, aber Vorteil Österreicherinnen im Ballbesitz. 4 Minuten noch. Links wäre viel Platz für Kathi Naschenwenk, bekommt den Ball auch. Na, in der Mitte
Biller, die war nicht im Abseits, eher Feiersinger. Die Fahne ging zwar nicht hoch, aber die Schiedsrichterin hat abgepfiffen. Neues Konzept von Nordmazedonien. Sie versuchen, die Abwehrkette sehr, sehr hoch zu stellen. Ja. Okay, die Schiedsrichterin hat zu ihrer Assistentin geschaut. Die hat gemeint, kein Abseits. Und jetzt gibt es einen Schiedsrichterinnenball. Und Rocci hat da den Ball aus dem Strafraum buxiert. Und tatsächlich, sie machen das Feld jetzt klein, die Nordmazedonierinnen, rücken ganz weit auf. Ja, schon in den letzten 10, 12, 15 Minuten schon so, dass sie es versuchen. Deswegen viel Platz für die Österreicherinnen. Natürlich auch sehr riskant, so aufzutreten. Ja, Kolb hat sich da den Ball geholt, wurde zurückgehalten, aber die Österreicherinnen weiter am Ball und jetzt gibt es wieder eine gute Distanz für Kathi Naschenwink. Lisi Diebe wird das 11:0 jetzt am Weg hinunter. Ja, na, nichts verschreien. Naschenwenk beim Freistoß. 88 Minuten gespielt. Geht vorbei. Ja, aber die Hoffenheim Flügelspielerin kann ja links, vorne, links, hinten, überall spielen. Hat schon ihr Tor gegen. Ja, guter Pass eigentlich. 4 Minuten gibt es übrigens drauf, also noch 4,5 Minuten haben die Österreicherinnen Zeit. Ja, vielleicht noch einen Treffer zu markieren. Schon abgepfiffen, Treffer von uns zählt nicht. Kann man streiten. Jahre ist es her. Und 2 Spiele gegen Armenien, beide in Österreich ausgetragen. Eines gilt trotzdem als Auswärtsspiel. Armenien, das Heimrecht abgetreten hat. Handspiel von Wienreuther. Ja, Rot-Weiß-Rot hat heute Grund zur Freude. Noch 3 Minuten, 10:0 für Österreich gegen Nordmazedonien nach einer überzeugenden Leistung. Natürlich sind die Nordmazedonierinnen in Hälfte 2 ein bisschen auseinandergefallen, aber vor allem das, was da in Hälfte 1 und zu Beginn von Hälfte 2 passiert ist, das hatte wirklich Hand und Fuß. Biller nicht abseits, aus der eigenen Hälfte gestartet. Nicole Biller.
Und jetzt ist es noch immer nicht passiert. Eieieiei. Gute Parade von Pančurová. Bleibt beim Triple-Pack. Sehen Sie, aus der eigenen Hälfte gestartet, also kein Abseits. Und ganz knapp geht der vorbei. Corner, Babsi Dunst. Und Selina Degen, nein, Ginny Kirchberger per Kopf, da lacht sie, das wäre was gewesen. 89. Länderspiel, zweimal hat sie bisher getroffen. Und beim Comeback, das wäre ein schönes Märchen gewesen. Also, dieses Team bietet wirklich Lust auf mehr. Ich freue mich auf die Oktoberspiele. Und es war zwar nur Nordmazedonien, aber denen muss man auch mal 10 Tore machen. England hat gegen Nordmazedonien auch nur 10-0 gewonnen. Noch dazu Nordmazedonien mit Rocci und Andonova. So, die letzte Minute. Auf Höbinger, auf Kolb. Und die Nordmazedonierinnen können befreien. Wohl die letzte Aktion. Einmal noch ein Outeinwurf. Einmal noch der Ball hinein. Oder nicht. Ginny Kirchberger auf die Seite und das wird es dann wohl gewesen sein. Schlusspfiff hier in Wiener Neustadt. Höchster österreichischer Sieg seit 19 Jahren. Triple-Pack von Niki Billa, 10-0. Gewinnt das Team gegen Nordmazedonien, holt sich damit souverän den vierten Platz in der zweitplatzierten Tabelle. Schauen wir mal, was das wert ist. Stand 4-0 zur Pause, dann ein fulminanter Beginn in Hälfte 2. 47. Babsi Dunst, 50. Marie-Therese Höbinger, die schon das 5-0 vorbereitet hat. Da war das halbe Dutzend voll. Dann Laura Feiersinger, Nicole Biller mit ihrem dritten Treffer, Kathi Naschenwenk mit einem 30-Meter-Freistoß. Und den Schlusspunkt hat Laura Feiersinger gesetzt. Österreich hat in dieser Qualifikation unglaubliche 50 Treffer in 10 Spielen erzielt, also einen Schnitt von 5,0. Hat heute Teamtreffer Nummer 400 geschafft. Es hagelt Jubiläen, es hagelt Rekorde. Es ist ein tolles Team, das sich diese Rekorde wirklich verdient hat. 6. Oktober, erstes Playoff. Und dann am 11. möglicherweise das zweite, falls man die erste Playoff-Runde, was wir alle hoffen und eigentlich auch erwarten, übersteht. Gegnerschaft ist hart. Momentan kämpfen sogar noch die Niederlande darum, nicht in diese Playoffs zu müssen. Niederlande mussten ja bei der letzten WM in die Playoffs und wurden dann Vize-Weltmeister. Einmal die zweite Kapitänin Sarah Buntigam
die die Schleife von Carina Wenninger übernommen hat. Christina und Lisi, ihr seid dran. Herzlichen Glückwunsch an das Nationalteam. 10:0, was für ein Torfestival. Niki Piller bei uns, die dreifache Torschützin heute. Wie gut hat sich heute angefühlt? Wie viel Spaß hat es gemacht? Ja, ich glaube, wenn man 10:0 gewinnt, dann fühlt es sich natürlich immer sehr, sehr gut. Aber wir können schon noch, sag jetzt mal, das eine oder andere Tor mehr schießen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen darf man mit 10:0 auch zufrieden sein, weil wir ja in den letzten Spielen einfach unsere Chancen liegen lassen haben und heute einfach auch genutzt haben. Wobei, wissen Sie eigentlich, dass Sie der eigenen Teamchefin gegenüber fast ein bisschen höflich waren mit dem Ergebnis? Denn Irene Fuhrmann hält den Rekord mit damals 11:0 gegen Armenien. Also hat man den Rekord der Teamchefin noch überlassen? Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man knackt haben. Ich glaube, sie persönlich auch nicht. Aber ja, wäre schön gewesen. Aber ich glaube, mit 10:0 kann man trotzdem zufrieden sein. Die Lisi hat gemeint, so zweistellig zu gewinnen, fühlt sich anders an. Ist das so? Als wenn es einstellig zum Beispiel ist. Jetzt musst du ja sagen, Niki. Auf jeden Fall. Also wenn man so viele Tore schießt, dann ist es natürlich immer sehr, sehr cool. Und ich glaube, für eine WM-Quali mit so einem Abschluss zu haben, ist sehr, sehr cool. Und haben wir uns verdient. Und ich freue mich einfach, dass die Reise weitergeht. Schauen wir mal auf die schönen Niki Piller-Tore heute. Wir haben es zusammengefasst. 3 an der Zahl waren es ja. Schon das 1:0 in der 7. Minute. Niki, vielleicht ein bisschen, wenn Sie sich zurückerinnern an diese Momente, Ihre Eindrücke? Das ist immer schön für einen Stürmer, wenn man halt solche Tore wieder schießt und wenn die Bälle so kommen. Und ich glaube, wir haben hart daran gearbeitet, dass wir die Bälle reinkriegen. Und es ist umso schöner, dass man gemeinsam so einen Sieg einfach feiern durfte. Jetzt gibt es dann im Oktober, am 6. Oktober, das Playoff, allerdings eben schon in der ersten Runde, weil man eben es nicht unter die Top 3 geschafft hat bei diesen Gruppenzweiten. Wie stehen trotzdem die Hoffnungen und die Chancen, dass Österreich zur WM fahren wird? Ich glaube, es ist einfach schon mal ein Riesenschritt, dass wir überhaupt in so ein Playoff gekommen sind. Das ist einmalig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Ist mir relativ egal. Ich bin froh, dass wir dabei sind und wir werden uns darauf vorbereiten. Gibt es irgendeinen Wunschgegner von deiner Seite? Hast du jemanden im Kopf oder völlig egal, wer kommt? Mir persönlich ist es relativ egal. Ich glaube, andere im Team haben sich schon darauf vorbereitet, im Staff. Sie ja, haben schon hin und her doktert und ich glaube, wir können einfach dann vorbereitet zum Lehrgang kommen und die Chance dann hoffentlich nutzen. Niki, danke schön. Vielleicht noch zurück zur Mannschaft. Natürlich, das sind jetzt auch besondere Momente hier vor dem Heimpublikum. Dankeschön. Danke. Ja, Niki Piller. Gegen England konnte sie sich ja noch nicht so in Szene setzen, aber heute hat sie wieder voll geglänzt. Heute sehr geglänzt, wie wir es vor dem Spiel auch angesprochen haben und auch erwartet haben. Das wird eines ihrer Spiele werden. Da war sie sehr aktiv heute und hat dann auch letzten Endes die 3 Treffer erzielt. Ja, dann schauen wir mal auf die verschiedenen Tore, die noch in Hälfte 2 gefallen sind. Zum Beispiel gleich nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte, 47. Minute, das Tor zum 5:0. Relativ schnell, der Ausgangspunkt schon weiter vorne, aber ansprechen müssen wir auf alle Fälle Marie Höbinger, die zuvor kurz reingekommen ist. Und letzten Endes hat sie dann den schönen Ball in die Mitte gebracht. Babsi Dunst war, glaube ich, etwas überrascht, dass der noch durchgeht. Sie steht schon bei uns. Babsi, Ihre Gedanken dazu? Oh, dass ich nicht über die Linie gebracht habe, muss ich sagen, wenn ich das jetzt so sehe. Ja, aber trotzdem schöner Pass von der Höbi. Und ja, die Trainerin hat extra erwähnt bei mir, ich muss mehr in der Box sein. Da war es, Gott sei Dank. Erste Halbzeit lief nicht so gut, gell? Vom Gefühl her bei dir. In der zweiten Halbzeit bist du mehr zur Geltung gekommen. Haben sie mehr angespielt oder wie hast du in der zweiten Halbzeit gefühlt? Okay, ja, muss ich sagen, mein Gefühl war eigentlich, ja, dass die erste Halbzeit eigentlich auch ganz okay war. Aber wenn du das sagst, die als Expertin muss ich mich verlassen, ja. Ja, ich glaube einfach, dass bei Ihnen auch zweite Halbzeit ein bisschen die Luft ausgegangen ist, dass wir wirklich gesagt haben, ich muss die Breite ein bisschen vielleicht mehr halten noch. Sarah hat dann echt ein paar super Bälle durchgespielt. Ja, ich glaube, wir haben es dann zweite Halbzeit ja, besser die Räume vielleicht bespielt, sind wir dann mehr zur Geltung gekommen und ich denke, ja, im Gesamten gesehen hätten wir eventuell mehr Tore schießen noch können, aber es passt.
Kurzer Blick jetzt noch in den Herbst. Es wird im Playoff in der ersten Runde weitergehen. Mögliche Gegner sind da Belgien, Wales, Portugal, Schottland oder auch Bosnien und Herzegowina. Gibt es irgendwelche Wünsche? Wir werden jeden nehmen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das schaffen können. Und ja, wir werden uns dementsprechend vorbereiten. Ich glaube, ja, die Auslosung ist am Freitag, soweit ich weiß. Und ja, bin gespannt, wen wir bekommen und ich denke, wir werden das schaffen. Alles Gute dafür, herzlichen Glückwunsch, tolles Spiel war das heute. Danke. Dankeschön. Babsi Dunst und Marie-Therese Höfinger kommt zu uns, die zur Halbzeitpause eingewechselt wurde und dann voll aufgedreht hat. Aber herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zu diesem tollen Spiel. Marie-Therese, wir schauen gleich mal auf die tollsten Szenen von Ihnen, nämlich das 6:0. Zuerst die Vorlage noch beim 5:0 für die Babsi und dann selbst das Tor gemacht. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, oft sind es die zweiten Bälle, die so gefährlich sind. Und ja, ich habe ihn springen gesehen und ich habe gedacht, keiner fühlt sich zuständig. Und dann umso schöner, dass er genau vor meinem Fuß wirklich dann gelandet ist. Und ich habe ihn ja dann nur noch reinschieben müssen. War froh. Heute irgendwie der perfekte Abschluss für so eine WM-Qualifikation. Und ja, grundsätzlich auch für dieses Jahr mit der EM und Viertelfinale, oder? Ja, ich glaube, wir haben jetzt das letzte WM-Quali-Spiel in der Gruppenphase extrem souverän gewonnen. Und ab jetzt geht es einfach Vollgas in die Vorbereitung für die Playoff-Spiele. Und genau, wir wollen natürlich die auch bestmöglich bestreiten und werden ab jetzt alles dafür geben. Apropos Playoff-Spiele, wir haben vorher schon gefragt, hast du einen Wunschgegner? Nein, ich habe keinen Wunschgegner. Ganz egal, alles was kommt, müssen wir schlagen und ich glaube, wir sind für jeden Gegner bereit. Und ein oder zwei Spiele, ich glaube, wir können dieses Momentum unglaublich auf unsere Seite ziehen durch unsere gute Stimmung und werden auch probieren, das wieder so gut wie möglich zu nutzen. Was kann man denn bei solchen Spielen gegen solche Außenseiter wie Nordmazedonien alles lernen und ausprobieren, wenn man da eben wirklich selbst viel Ballbesitz hat? Also ich glaube einfach extrem wichtig, ja, dass wir den Ball laufen lassen und ich glaube, es ist gut, um Abläufe zu trainieren. Wir können uns alle extrem kreativ entfalten, würde ich sagen. Auch wichtig ist es immer, dass man sich nicht einschläfern lässt von dem Zeitspiel oder das ungute Spiel von den Gegnern, sondern dass wir immer gierig bleiben und immer noch ein Tor schießen wollen. Und ich glaube, das ist im Fußball und vor allem in Playoff-Spielen auch extrem wichtig, dass wir bis zur letzten Minute kämpfen und alles geben. Marie-Therese, danke schön für das Gespräch. Alles danke. Gute, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wir schauen jetzt noch gemeinsam auf das 7:0. War ein wunderschöner Weitschuss von Laura Feiersinger, so wie sich die Lisi auch gewünscht hat, dass sowas mal kommt. Ja, der Erwin und ich haben es schon in Halbzeit 1 angesprochen. Das machen es generell viel zu selten noch, die Mädels. In dem Fall hat es Laura Feiersinger gut erkannt, hat sich gut geöffnet, den ersten Ball gleich einmal so mitgenommen, noch ein, zwei Mal vorgelegt und dann gut platziert in die Ecke, war jetzt nicht besonders scharf, aber hat super gepasst. Irene Fuhrmann, die Teamchefin, ist jetzt auch bei uns. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Gala-Vorstellung Ihrer Mannschaft. Wie zufrieden sind Sie heute? Dankeschön. Ich glaube, es war ein toller Abschluss einer doch souveränen WM-Qualifikation. Dennoch hätte der Sieg wieder deutlich höher ausfallen müssen. Wir haben doch wieder sehr viele Chancen liegen gelassen, haben oft zu spät den Abschluss gesucht. Dahingehend gibt es für die Zukunft viel zu tun. Und aber jetzt freuen wir uns darauf, was auf uns wartet im Oktober. Das ist eine historische Chance und dafür wollen wir alles investieren. Aber ich glaube, ganz so unglücklich sind Sie vielleicht nicht, dass nicht noch ein Tor gefallen ist, oder? Weil den eigenen Rekord, diesen ÖFB-Rekordsieg 11:0 gegen Armenien, den halten Sie mit Ihrer damaligen Mannschaft, als Sie selbst aktiv waren. Das habe ich den Spielern auch gerade im Kreis gesagt. Es wäre aber schon schön gewesen, den zumindest zu egalisieren und es wäre absolut im Bereich des Möglichen gewesen. Dennoch aber bin ich auch sehr froh, dass wir heute verletzungsfrei über dieses Spiel drüber gekommen sind. Das ist auch ganz wichtig. Spielerinnen haben jetzt große Herausforderungen in ihren Vereinen vor sich und ich hoffe, dass alle gesund und fit bleiben und auch noch Spielerinnen, die jetzt gefehlt haben, auch noch dazu stoßen und wir dann volle Kraft voraus in den Oktober gehen können. Wir haben in der Pause über die Stadionsituation gesprochen. Wie siehst du das, Irene? Würdest du dir auch einmal wünschen, dass man in ein größeres Stadion geht, dass man versucht, einmal 10.000, 15.000 Zuseher in die Stadien zu locken?
Ja, es soll natürlich unser Ziel sein, vor mehr Publikum zu spielen. Und ich glaube, wenn wir hier das Stadion konstant füllen, dann werden wir auch gezwungen, dies zu tun. Auch wenn ich schon betonen möchte, dass wir uns hier immer sehr willkommen gefühlt haben. Und sich auch für den Veranstalter toll war, dass der Europameister hier auf diesem wirklich tollen Rasen gespielt hat. Aber eventuell hätten wir schon in einem anderen Stadion mehr Zuschauer auch lukrieren können. Irene, schauen wir gemeinsam noch auf die beiden letzten Tore, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Gemeinsam 9:0 in der 71. Minute. Sehr schön von Kathi Naschenwegen. Freistoß geht direkt rein ins Tor. Was kann man denn aus solchen Spielen mitnehmen? Und wenn man das jetzt vergleicht, der Samstag England war ja ein ganz anderes Spiel. Was sind so die Learnings? Ja, dass wir schon viel Selbstvertrauen auch aus diesen Spielen mitnehmen können, weil wir vor einigen Jahren diese Gegner noch nicht so dominiert haben. Und ich glaube, wir sind konsequent gewesen über die gesamte Spielzeit, haben ganz wenig zugelassen. Und ja, und da wollen wir trotzdem ansetzen und einfach noch sicherer werden im Abschluss, ein noch besseres, sauberes Passspiel auch in Zukunft spielen. Laura Feiersinger komplettiert dann noch den Endstand, das 10:0. Das schauen wir uns jetzt noch an. Wurden eigentlich offensiv so bis auf die Chancenauswertung dann all ihre Vorgaben erfüllt von den Spielerinnen? Ja, erste Halbzeit haben wir uns schon schwer getan, waren nicht so konkret in den Positionen und wie gesagt im Passspiel nicht. Aber es ist dann mit der Führung auch leichter geworden und wir sind besser ins Spiel gekommen. Und wie gesagt, das ist auch sicher dem geschuldet, dass viele Spielerinnen direkt aus der Vorbereitung kommen und das muss man ihnen dann auch zugestehen. Und am Ende ist ja doch ein 10:0 geworden. Am 6. Oktober geht es jetzt dann ins Playoff, erste Runde. Welche Erwartungen hat man jetzt? Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Österreich dann nächstes Jahr erstmals bei einer WM dabei ist? Ja, es ist sehr herausfordernd, weil erst am 3. Oktober die Zusammenkunft ist. Das Los wird entscheiden, ob wir auswärts sind oder zu Hause. Und dann gilt es siegen oder fliegen. Und ich hoffe auf ein bisschen Losglück in der ersten Runde. Und dann ist alles offen. Mögliche Gegner sind ja Belgien, Wales, Portugal, Schottland und Bosnien. Gibt es irgendeine Nation, wo Sie sagen, die kennen wir, da habe ich ein gutes Gefühl, haben wir schon gut analysiert? Wir müssen es sowieso nehmen, wie es kommt. Aber klar, wir haben Belgien jetzt erst bespielt und ich glaube schon, dass in der Gruppe, wo jetzt Bosnien weitergekommen ist, das natürlich ein deutlich leichteres Los wäre als alle anderen genannten Teams. Wir werfen jetzt auch noch zum Abschluss gemeinsam einen Blick auf die Endtabelle der Gruppe D. Österreich, Gruppenzweiter geworden. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln. 22 Punkte sind es am Ende. England der Europameister mit der kompletten Ausbeute. 30 Punkte und ein Torverhältnis von 80:0. Das ist natürlich, Irene, schwer beeindruckend. Ja, phänomenal. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie auch Europameister geworden sind. Ich glaube, wir hatten sie davor auch schon auf der Rechnung. Und trotzdem toll zu sehen, dass wir in 3 Spielen nur 4 Tore kassiert haben. Und richtig schade, dass wir am Samstag diese Chance verpasst haben, ihnen nicht zumindest ein Tor zu schießen. Sie haben die Gegentore angesprochen. 2 davon hat man in Nordirland bekommen. Damit jetzt auch noch ein Blick auf das Ranking der Gruppenzweiten, wo Österreich eben die Top 3 verpasst hat. Denken Sie, das haben wir jetzt grafisch nicht, höre ich gerade, aber okay. Österreich auf Platz 4 und somit nicht in diesen Top 3 der Gruppenzweiten. Denken Sie, hat dieses 2:2, das man damals gespielt hat gegen Nordirland, da noch quasi so, ist das so ein bisschen das kleine Problemkind in ja, den klar. Resultaten? Also es ist klar, dass wir dort gewinnen hätten müssen und trotzdem am Ende waren wir auch glücklich, diesen Ausgleich noch gemacht zu haben, ich glaube in der Nachspielzeit. Und dahingehend müssen wir es jetzt einfach so nehmen, wie es ist und das Beste daraus machen. Irene, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal natürlich zu diesem wirklich gelungenen Ergebnis hier zum Ende dieser WM-Qualifikation. Ich glaube, es war auch jetzt ein wirklich schöner Sommer, vor allem mit der Europameisterschaft und Viertelfinaleinzug. Absolut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Lisi, dir lasse ich noch das Schlusswort.
Was sagst du noch? Tolles Spiel, wirklich, wirklich ein cooles Spiel. Erste Halbzeit schon gut, zweite Halbzeit sind die Mädels noch besser in den Flow gekommen. Und ich habe es auch schon mit Erwin besprochen gehabt, ein 9-0 wäre auch schön gewesen, ein 10-0 freut mich ja noch mehr einfach. Also für mich ist das tatsächlich ein Unterschied, dass das jetzt zweistellig ausgegangen ist. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf die Playoff-Spiele und ich gehe sehr positiv in die Spieler hinein. Das ist schön. Das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Analysen heute wieder, Lisi. Gerne, gerne. Und ja, es gibt noch ein paar Fußballspiele in dieser Woche, die wir live im ORF zeigen werden. Zum Beispiel Donnerstag, die Wiener Austria im Einsatz. Erstes Gruppenspiel in der Conference League gegen Beersheba ab 18.20 Uhr. Donnerstag in ORF 1 und dann Frauenfußball am Wochenende. Bundesliga gibt es natürlich wieder zu sehen. Samstag und Sonntag diesmal. Am Samstag aus der zweiten Runde, 18 Uhr ORF Sport Plus. St. Pölten gegen die Wiener Austria und dann am Sonntag Mittag 12.25 Uhr ORF Sport Plus Sturm gegen Altach, Lisi. Da freut man sich aufs Bundesliga-Wochenende, oder? Ja, auf alle Fälle. Also ich werde schauen, dass ich etwas Zeit finde, um zu schauen. Sehr gut. Das ist ein schönes Vorbild. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie auch vielleicht das ein oder andere Mal mit dabei sind. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend und verabschieden uns nach diesem 10-0-Sieg von Österreich gegen Nordmazedonien aus Wiener Neustadt. Donnerstag in ORF Sport Plus. Start für die neuen Folgen des Yoga-Magazins am ORF Mediencampus. Machen Sie sich fit für Büro und Homeoffice mit Natalie Allison. Mit dabei Sportredakteur Andreas Felber. Das Yoga-Magazin ab Donnerstag 19.30 Uhr in ORF Sport Plus. Donnerstag in ORF.